Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Russische Truppen bis nach Kiew vorgerückt. Die ukrainische Regierung sprach zudem wörtlich von schrecklichen Raketenangriffen. Unter anderem wurde ein Wohnblock schwer beschädigt. Präsident Selenskyj zeigte sich in einer Videobotschaft mit Regierungsmitgliedern und demonstrierte Kampfeswillen. Russlands Präsident Putin forderte die ukrainische Armee zur Aufgabe auf. NATO verlegt Einheiten der schnellen Eingreiftruppe. Wie Generalsekretär Stoltenberg nach einer Schaltkonferenz der Mitgliedstaaten ankündigte, solle die größere Präsenz in Osteuropa der Abschreckung Russlands dienen. Wo genau die Truppen verstärkt würden, sagte er nicht. Brüssel verschärft nochmals Sanktionen gegen Russland. Die EU-Außenminister beschlossen direkte Maßnahmen gegen Präsident Putin und Außenminister Lavrov. Unter anderem sollen die Vermögen der beiden in der EU eingefroren werden. Moskau behält vorerst aber noch Zugang zum Zahlungssystem SWIFT. Tausende Menschen verlassen die Ukraine. Nach UN-Angaben sind mehr als 100.000 auf der Flucht, zum Beispiel nach Polen und nach Rumänien. Es habe erhebliche Vertreibungen gegeben, so eine Sprecherin. Einige tausend Menschen sind weitergereist nach Bulgarien und Ungarn. Faeser will unbürokratische Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen. Die Bundesinnenministerin sagte, darüber werde am Sonntag auf EU-Ebene beraten. Formal könnte dazu ein sogenannter Massenzustrom von Vertriebenen festgestellt werden. So wäre eine vorübergehende Aufnahme ohne Asylverfahren möglich. Das Wetter. Morgen im Süden etwas Schnee, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, von Westen her zunehmend Sonnenschein. 1 bis 10 Grad.